wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Browser Party. Ja, wieder ein Wochenende um. Wieder eine Woche um. Ja, das Wochenende ist auch quasi um, weil es kommt ja immer Sonntag raus. Schade eigentlich, aber machst du ja nichts. Und wieder ein neues Browser-Game. Dadum, dadum, dadum. Heute spielen wir von Berserk Games Frantic Frigates. Es ist ein Spiel, es geht um Fregatten. Ich hatte es schon mal anprobiert. Es ist wieder sehr simpel, sehr gut umgesetzt. Und es geht natürlich wieder darum, zu kämpfen, Punkte zu sammeln, diese Punkte zu investieren, wie in vielen Browser-Spielen, in Upgrades, damit, dass man besser wird, dass man noch mehr machen kann. Ja, und erklärt wird das Spiel, glaube ich, am Anfang auch nochmal. Ich glaube, so war's. Wir drücken einfach mal auf Go. Genau, hier sieht man, wie es ist. Wir kontrollieren unser Schiff. Das sieht etwa so aus. Also so. Mit der Maus. Und das Schiff schießt automatisch auf den nächstgelegenen Gegner. Und mit der Leertaste können wir in den Shop. Das können wir zu jeder oder zu jedem Zeitpunkt im Spiel machen. Mit dieser wunderschönen Piraten der Karibik. Da Musik, wahrscheinlich nicht dieselbe, ne, ist ein bisschen anders, aber egal. Ja, was noch wichtig ist, hier oben die Anker, das sind unsere Leben, wie oft dürfen wir getroffen werden. Und unser Cash, wie viel Geld haben wir. Und natürlich diese Leiste, die langsam voll läuft. Je mehr Gegner wir töten, desto voller wird diese Leiste. Und am Ende, wenn die Leiste voll ist, müssen wir einen Bosskampf bestreiten. Ich drücke einfach mal auf OK. Und da geht's schon los. Man sieht, hier ist unser... Da, wo unsere Maus ist, geht's hin. Und wir schießen erstmal ein paar Haie kaputt. Wir müssen, was die Haie fallen lassen, aufsammeln. Das ist unser Geld. Wäre ich fast geplatzt an einem Hai. So. So. Puff, 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 puff. Und da sind schon die ersten gegnerischen Schiffe. Die schießen auch auf uns. Den müssen wir natürlich ausweichen. Hier gibt's noch Schatztruhen. Die sind natürlich insofern gut, weil sie sehr viele Schätze beherbergen. Oh, das war knapp. Und wir haben schon 155 Dollari. Aber da haben wir was abbekommen. Das war nicht so gut. Und noch eine Schatztruhe. Die nehmen wir natürlich mit. Schätze. Oh, das war knapp. Unvorstellbar reich, du. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Nein. Ah, voll vor den Hai gefahren. Okay. Schatz. Jetzt kommt gleich der Boss. Darum werde ich mal mit der Leertaste in den Shop gehen. Was können wir hier machen? Verschiedenes. Wir haben unser Inventar. Da sehen wir, wie unser Schiff ausgerüstet ist. Hier können wir aber nichts dran ändern. Also wenn ich hier klicke, das bringt nichts. Im Shop können wir allerdings noch was kaufen. Verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel eine Kanone für 50 Dollar. Die kostet... Die bringt uns dann eine Waffe mehr. Hier kriegen wir ein bisschen Feuerrate erhöht. Unser Schiff wird schneller mit dem Segel. Hier kriegen wir sogar gleich zwei Boni, nämlich einmal den Loot, sprich was die Gegner fallen lassen, und einen Magneten, der uns quasi hilft, diesen ganzen Loot einzusammeln. Und hier kriegen wir richtig viel. Eine Feuerrate, mehr Geschwindigkeit, mehr Loot und den Magneten. Hier kriegen wir vier Dinge für einmal 100. Und ich würde sagen, das klingt doch nicht schlecht, oder? Das holen wir uns. Jetzt haben wir die Piratenflagge, jetzt sind wir echte Piraten. Arr. So, und hier können wir auch noch unser Schiff upgraden. Haben wir dafür noch genug Geld? Ja. So, das bedeutet, wir haben mehr Laderaum und mehr Verteidigung. Das ist auch was Schönes. Das bedeutet ein Leben mehr. Warum nicht? Jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber wenn wir jetzt noch 50 Gold hätten, oder 50 Money, könnte man noch bessere Kanonen holen. Aber man sieht schon, hier, das hat sich alles auf Punkt 2 verändert durch die Piratenflagge. Das sieht schon sehr schön aus. Gehen auf zurück. 2, 1... Ah! Voll ihn abgekriegt. Und da ist schon der erste Bosskampf. Uah. Ja, man sieht auch, wir schießen wesentlich schneller. Ja, worum es hier halt bei dem ersten Bosskampf großartig geht, wir müssen den Kugeln eigentlich nur noch ausweichen, weil... Oh. Und er schießt auch immer schneller. Das bedeutet, wir müssen uns eigentlich nur hier hinten drauf konzentrieren, dass wir nicht getroffen werden. Vor allen Dingen nicht mit nur einem Leben. Den Rest macht... Das oder macht unser Schiff ja von alleine. Wunderbar. Mit einem Leben den ersten Bosskampf geschafft. Juhuhu. Und da gibt es einen Anker und Geld. Oh. Ein Anker ist gut, da haben wir wieder ein bisschen mehr Leben. Oh, boi. Was ich jetzt mal machen werde,
Ich gehe da hoch zur Schatztruhe. Nehmen wir das noch mit. Nein. Der Magnet sorgt schon für seins. Oh, nein, 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 nein. Ja gut, die Schatztruhe nehmen wir auch noch mit. Und jetzt gehen wir erstmal upgraden. So. Boah, 380 Money, das ist gut. Das ist sehr gut. 500 brauchen wir allerdings, um unser Schiff nochmal zu upgraden. Das bedeutet, wir werden jetzt... Oh, hier gibt es Stufe 2 Upgrades. 500, boah, das ist teuer. Was ist das hier? 250? Das können wir uns leisten. Oder wir... Ja, dann noch mehr Loot. Das, wir brauchen Feuerkraft, würde ich sagen. Plus 2 Waffen, das klingt gut. Kaufen wir. Yay. So, wenn wir jetzt ins Inventar gucken, haben wir hier Fahne und Waffen. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir ordentlich Waffenpower. Gehen zurück und gucken mal, wie wir damit was reißen. Jo. Puff. Oh, die Haie zerplatzen direkt. Das ist doch gut. So, eine Schatztruhe, die ist auch nicht... Die kann auch nicht mehr viel. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Oh, oh. Seid doch verrückt. Oh, oh, jetzt haben wir was abbekommen. Ich will doch die Schatztruhe da oben. Nein! Da haben sie uns erwischt. Ein Level Up haben wir bekommen. Ja, es geht natürlich darum, Trial and Error in dem Spiel. Wir gehen rein, wir versagen, wir versuchen es nochmal. Und jetzt haben wir halt... Müssen wir komplett von vorne anfangen, haben jetzt aber den Bonus dadurch, dass wir so weit gekommen sind, dass wir plus 50 Anfangsgold haben. Den Rang Segler haben wir auch bekommen und wir haben sogar den ersten Boss geschafft und waren sogar gar nicht mal so weit vom zweiten weg. Ich meine, das sieht jetzt erstmal so aus, ja, innerhalb von, was weiß ich, 7 Minuten, die wir jetzt hier gespielt haben, sind wir jetzt schon beim zweiten Boss. Ich hatte es ja auch schon mal anprobiert, da weiß ich auch grob, um was es geht. Aber ich muss dazu sagen, es wird hier auf dem letzten Stückchen, auch der zweite Boss, das wird nochmal ordentlich schwer. Und das ist schon irgendwo gerechtfertigt. Und da man immer wieder von vorne anfängt, hat es auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Wir haben schon 225 Money. Dann würde ich sagen, investieren wir das auch gleich, gehen hier wieder mit der Taktik, holen uns erstmal die Fahne und upgraden unser Schiff. Dann haben wir noch 27 Money. 3, 2, 1. Piu, 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 piu. Das sieht doch ganz gut aus. Kann man ja eigentlich schon fast stehen bleiben. Weil die Viecher können uns ja nichts. Ah, eine Schatztruhe. Habe ich direkt alles eingesammelt, oder was? Das gefällt mir natürlich sehr gut. Hier oben ist noch eine Schatztruhe. Die bringen natürlich immer ordentlich gut Geld. Da wäre es vom Vorteil los, die mitzunehmen. Jetzt kommen hier schon lauter Schiffe, die uns beschießen. Wie viel Geld haben wir? 100. Ich glaube, wir brauchten 250 für die guten Kanonen. Ne? Ja, so lange müssen wir dann halt noch warten. Da führt dann jetzt gerade mal kein Weg dran vorbei. So. Was? Bosskampf? Jetzt geht schon los. Bosskampf. Oh je. Diesmal natürlich viel mehr Leben. Viel mehr, was wir aushalten können. Meine Taktik ist auch immer bei diesem ersten Boss, den Tipp gebe ich euch auf jeden Fall mit, sich ganz am äußersten Rand zu halten, denn die Kanonen, den Kanonenkugeln des Gegners kann man da viel besser ausweichen, weil die viel länger fliegen. So. Rup, rup, rup. Musste man nur noch gucken, dass man da nicht mehr rein wuselt. Sehr schön. Wenn man nämlich zu nah dran ist, dann kann man den Dingern einfach nicht ausweichen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wird dann auch richtig schwer. So. Schiff kostet 500, aber wir brauchen auf jeden Fall bessere Waffen. Kaufen wir. Und haben wir im Inventar. Jetzt sind wir wieder auf demselben Stand wie vorher. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal bis zu dem Boss. Ich weiß es nicht. Meine Hoffnung wäre es. Das wäre ja zumindest schon mal schön. Hopp, wo ist meine Maus? Da hinten. So, das nehmen wir auch alles mit. Hopp, 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 hopp. Da ist noch wieder eine Schatztruhe. Hui. Und Schatztruhe. Schätze. Vielleicht schaffen wir es ja vor dem Boss sogar noch, unser Schiff zu upgraden auf 500. Da
Das wäre natürlich grandios. Ja, das ist fies, wenn die hier zu dritt schießen. Oh Mann. Oh. Viel zu viele, viel zu viele. Aua, jetzt haben wir ihn abgekriegt. Aber da gab es wieder einen Anker. Ja. Wir haben die 500 zusammen. Oh, erstmal upgraden. Boah. Schiff um 1 geupgradet. Können wir noch was holen? Wir haben noch 100 übrig. Was kostet das hier? 50. Loot und Magnet. Oder erhöhte Feuerrate. Das kostet 250. Können wir das auch holen? Pass auf, ich nehme mal die Feuerrate mit. In der Hoffnung, dass wir einfach mehr Feuerkraft haben. Kaufen wir. Jetzt haben wir da schon 3 Dinge im Inventar. Unser Schiff sieht schon langsam wie ein echtes Piratenschiff aus. Arr. Zurück und weiter geht's. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Und, oh, Bosskampf. Oh je. Okay, der schießt auch auf uns. Das ist ein U-Boot. Und ich denke, die Mumpeln, die da drumherum sind, die sind gefährlich. Das bedeutet ausweichen, rein. Oh. Soweit war ich nämlich auch schon, aber da hat es dann aufgehört. Und wieder raus. Haben wir dem Boss überhaupt schon ein bisschen Schaden gemacht? Naja, minimal. Da müssen wir echt aufpassen, dass die Phasen stimmen, wenn wir jetzt rein. Aua! Nein, den Boss beschießen. Schieß den Boss. Und wieder raus. Au! Das ist schlecht. Oh je. Aber wir haben noch ein bisschen Leben. Au! Nein! Schieß den Boss. Schieß den Boss, beschieß den Boss. Und wieder raus. Oh je. Oh je. Oh, das wird jetzt tricky. Beschieß ihn, beschieß ihn. Wir haben ihn geschafft! Ja! Das ist auch das erste Mal, dass ich den überhaupt geschafft habe. Und ordentlich Money gibt's. Und Gegner. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Seid ihr bedeppert? Oh, Leben, Leben. Nein, 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 nein. Ah. Nein, nein. Weg hier. Ah, so viele Gegner. Ich will mein Schiff upgraden. Schnell. Ah, puh. Erstmal Pause. Das wird richtig brutal, das Spiel. Ich würde sagen, wir verkaufen die Flagge und holen uns, weil wir haben ja 700, mal eine richtig schöne Flagge. So eine richtig tolle. 1000! 1000 kostet die, aber die bringt auch einiges. Guck's dir an, Magnet, Feuerrate, Waffen. Die bringt, was brachte die? Feuerrate. Feuerrate, Schiffsspeed. Egal, wir nehmen die mal mit. Dann sind wir zwar ein bisschen langsamer. Aber vielleicht können wir ja dann 500. 250. Was haben wir hier noch im Inventar? Die Feuerrate, die verkaufe ich auch mal. Nehme stattdessen das gute Segel mit. Dass wir einfach ein bisschen schneller unterwegs sind. Ich hoffe, dass das jetzt was bringt, wenn man das so hin und her schiebt. Wir werden es sehen. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf Stufe 2 schon mal mit unserem Schiff. 2000. Boah. Okay, weiter geht's. Oh, wir haben nur noch ein Leben. Oh nein. Oh nein. Wer sammelt das noch ein? Oh. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Oh je. Oh, das war knapp. Oh. Risky, risky, was wir hier tun. Sehr, sehr, sehr risky. Aber noch leben wir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich denke, die Taktik, die wir fahren, ist gar nicht mal so doof. Wir kriegen auf jeden Fall gut Geld zusammen. Oh, jetzt haben sie uns in die Ecke gedrängt. Tot. Entdecker! 100 Startgold. Ja. Sehr schön. Und nochmal ein Level Up. Navigator. Nochmal 150 Startgold. Ja. Das Problem ist, wir müssen jetzt wieder von ganz vorne anfangen. Wir hatten den Boss geschafft.
Wir hatten den Boss geschafft. Und wir waren ein bisschen über die Hälfte. Oh, aber das wird hier nochmal richtig hart zum Schluss. Da musste man eine richtig gute Taktik haben. 500 Startgeld ist schon sehr schön. Doch, das gefällt mir. Ich würde sagen, einen Versuch geben wir dem Ganzen noch. Retry. Wissen, wie man steuert. Tun wir ja schon. Und ich würde sagen, wir holen uns gleich mal so eine gute Flagge. Damit wir hier richtig was rausbekommen. 500 haben wir ja, kein Ding. Und jetzt haben wir eine richtig gute Flagge. Bam, 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 bam. Ja, da können wir hier quasi uns ganz gemütlich die Nüsschen schaukeln. Weil hier kann uns ja quasi keiner was. Die ersten Schiffe kommen zwar auch und schießen, aber... Oh ja, meine Güte. Auf jeden Fall mehr Schatztruhen will ich erwischen. Da oben ist auch noch eine gewesen, da fahren wir mal schnell hin. Denn die bringen ordentlich Geld. Und bevor wir zum Bossfight gehen, upgraden wir nochmal das Schiff. Haben noch 91 übrig, das bedeutet, wir upgraden auch gleich mal unsere Waffen mit wieder. Und dann dürfte der Boss eigentlich kein Problem sein. So, einfach nur ein bisschen ausweichen. Ihr kriegt ja gut Schaden. So, und da ist er schon kaputt. Na, ja, was sagst du dazu? Mittlerweile geht das schon sehr, sehr einfach. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr vielleicht sogar andere Strategien. Ich meine, das Spiel wurde mir auch bloß von einem aus der Community empfohlen. Und falls ihr da auch Spiele habt, wo ihr sagt, oh ja, hier, die würde ich dann gerne mit der Allgemeinheit teilen wollen, könnt ihr mir einfach schreiben oder hier in die Kommentare setzen. Hier, spiel doch mal das, aua, das Browser-Game oder jenes Browser-Game. Und ich guck's mir da an und dann gucken wir mal, ob wir das zusammen spielen können. Und natürlich bin ich für sowas immer offen, für solche Vorschläge. Ah, was mache ich denn? Junge, Junge, Junge. Ich will doch bloß da unten an die Truhe ran. Genau so. Ah, jetzt kommen hier schon wieder solche vielen. Nein, 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 nein. Aua. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Upgraden. Genau 500. Sehr schön. Ah. Da können wir unser Schiff upgraden. Das heißt, das machen wir als erstes. Damit unser Schiff schon mal mehr aushält. Und wunderbar. Oh, au, warum haben wir da was abgekriegt? Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, wir müssen unbedingt so ein Segel holen. Wir sind viel zu langsam. Haben wir genug Gold? Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir einfach das Segel schon holen können. Ja, haben wir. Wir hätten dafür aber nicht genug. Aber einmal Speed brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Bewegung. Das fehlt uns hier gerade extrem. Okay. Gucken, gucken, gucken. Wir haben auch plus zwei Anker. Au! Wir haben nur noch einen Anker. Das ist schlecht. Oh, das war knapp. Okay. Einfach drauf achten, wo wir hinfahren. Oder wir tun es einfach nicht und zerschellen am Gegner. Oh, wir haben einen neuen Rang erhalten. Garner. Sehr schön. Sehr schön. Natürlich, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, der Link ist wie immer in der Videobeschreibung, genauso wie alle wichtigen Informationen zum Spiel. Diesmal nur bis 66% geschafft. Naja, was soll's. Aber ich würde sagen, hier machen wir auch Ende. Wir haben ja schon fast gesehen, wie es... Ich weiß selber noch nicht, was der letzte Boss ist. Vielleicht könnt ihr es ja rausfinden. Ich lasse euch jetzt einfach mal selbst das Ende offen. Weil durchspielen will ich jetzt nicht unbedingt für euch. Das könnt ihr gerne selber machen. Dafür ist es ja auch gedacht, das ganze, die ganze Browser-Party hier. Dass ihr ein bisschen seht, um was geht's. Und vielleicht gefällt es euch ja. Und wenn ich euch dann schon das Ende vorwegnehme, wäre ein bisschen Quatsch. So. Natürlich auch wieder hier für Apple und hast du nicht gesehen, verfügbar. Wahrscheinlich auch eine Android-Version oder in irgendeiner Form sowas. Guckt es euch an und ich würde sagen, wir haben wieder eine Woche rumgekriegt, das war wieder Sonntag. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr hier dabei wart bei der Browser Party und hoffe, dass ihr vielleicht auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Browser Party und wir das nächste kleine Flash Game
anspielen, vorstellen, vielleicht sogar durchspielen, wenn es nicht so lang ist. Aber meistens mag ich das nicht so mit durchspielen, sondern ich mag sie nur vorstellen. Und falls euch das zu lange dauert mit Let's Plays, ja, weil jedes Wochenende, das ist ja, da stecken ja 6 Tage dazwischen, davon 5 Tage wahrscheinlich Arbeitstage, würde ich sagen, guckt doch einfach mal die ganze Woche über vorbei, denn es laufen noch die ganze Woche über, täglich auch noch andere Projekte, und da würde ich auch, euch auch herzlich einladen, dass ihr da mal vorbeischaut. Könnt ihr mal reingucken. Vielleicht ist was dabei, was euch interessiert. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei der Browser Party. Und in diesem Sinne, haut rein und ciao, ciao.